Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horror- oder Gruselspiel. Zumindest soll es gruselig und horrormäßig sein, steht auf Steam so. Und das Lied kommt einem vielleicht bekannt vor. Das ist doch ein Lied, was ich öfters mal verwende. Und man sieht schon im Menü, es ist alles irgendwie so drogenmäßig, es wird so bunt und verschwommen. Man kann fast gar nichts mehr lesen. Aber wir starten jetzt einfach mal ein New Game. Und schauen, was uns erwartet. Okay. Der Anfang, ich kann mit F mit Objekten interagieren. Der Anfang ist mir irgendwie so vorgekommen, als wäre seine Freundin oder so gestorben. Und deswegen weint er auch jetzt gerade. Und hier läuft gerade Partymusik im Hintergrund. Keine Ahnung, von wo die Partymusik kommt. Ich schaue mich jetzt mal erst ein bisschen um. Also das ist ein Spiegel. Komischerweise geht nur der eine Spiegel, die anderen sind verdreckt. Gibt's was Cooles im Müll? Nein, was steht da? Extra. Tolle Info. Nochmal extra. Die Zeitung dürfte... was ist das für ein Scheißfleck? Alter. Ist halt nicht das appetitlichste WC. Vielleicht sind wir gerade in irgendeiner Disco oder so, aufgrund der Musik. Erstmal die Hände trocknen. So, kann ich da irgendwo rein? Abgeschlossen. Tja, also wenn ich groß müsste, wäre ich jetzt verloren. Press F to piss. Ist auch gut. Okay, der Typ hat ordentlich Druck drauf. Ach ja, ich spiele übrigens mit Kopfhörer und im Dunkeln. Also es kann sein, dass ich mich wieder anscheiße. Komm, sag ich was. Peter, you are a loser. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich Peter heißen. Have you seen my rabbit? Hast du meinen Hasen gesehen? Was für ein Hase, fragt er. Er? Loser. Okay. I'm not a loser. Da ist ein Hase im Spiegel. Hallo? Alter, der bewegt sich. Aber nur im Spiegel. Okay. Ich gehe einfach mal raus. Und schon erwartet mich irgendwas draußen. Da hat auf jeden Fall gerade jemand geklopft. Oh Gott, was ist passiert? Da rennt ein Flugzeug mit Beinen. What the hell, a walking airplane? Was zur Hölle, ein rennendes Flugzeug? Das dachte ich mir auch gerade. Das sieht jetzt aber aus wie eine Schule. Keine Disco oder so. Ich höre gerade überall flüstern. Da rennt Blut raus. Ted, I fucking hate you. Er hasst Ted. Ist das ein Stofftier oder so? Ist es ein toter Hase? Das sieht gerade irgendwie aus wie ein aufgeschlitzter Hase. Alter, die flüstern voll laut. Loser, 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 loser. I was running through the school hall to the class this morning. I was late again. My literature instructor, Mr. Hoffman, will be mad at me.
He told me that he would punish me, reducing my grade if I was late one more time. If I get a low grade, I won't be able to make it to a good college. Oh God, I hate my school. I'm not a loser. Okay, also er dürfte Probleme haben mit seinen Schulnoten, beziehungsweise zu spät kommen. F to continue, okay. Das Flüstern macht mich irgendwie fertig im Hintergrund. Da ist irgendein komisches Licht. Okay, jetzt sind da überall plötzlich Schatten. Ich trau mich gerade gar nicht weitergehen. Hallo. Und es ist alles plötzlich verschwommen. Was ist da? My application was not accepted because of Ted. Kann gleich... Ah. Da geht's um irgendeine Highschool. Und er wurde irgendwie nicht angenommen wegen Ted, aber wer ist Ted? Wie creepy ist das gerade? Das ist wie eine verlassene Schule gerade irgendwie. Was ist da? Irgendein Hase mit I want you for Rabbit? Rabbits, I hate them. Er hasst also Hasen. Okay, ich kann scheinbar eh nur dem Gang folgen, weil da stehen überall Schatten. Da ist noch ein Zettel. Steht wieder Loser, Loser, Loser. I found a dead mouse in my drawers at school. It was smelling horribly bad. This has gotta be Ted's work. He loves to mess up with me. He's the worst thing that ever happened to me. Er fand eine tote Maus? Das klingt jetzt irgendwie so, als wäre Ted... Alter, das... Das Heulen im Hintergrund... Das klingt jetzt so, als wäre Ted irgend so ein Schlägertyp. He's humiliating me to everyone at school, and he enjoys doing it. No one wants to become a friend with me because of him. No one likes me. People are looking at me as if I'm a loser. The whole school is making fun of me. Ted, I hate you. I'm not a loser. Okay, also die ganze Schule hasst ihn. Alter, das Flüstern und dieses Geweine im Hintergrund. Die ganze Schule hasst ihn und jeder beschimpft ihn quasi als Loser, aber er ist kein Loser, sagt er. Alles blutrot. Alter, das war eine der Mädchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da ist ein Hase. Alter. Und alles ist blutig. Da jumpt der Hase weg. Hä? Was ist das für ein Drogentrip? What the hell is this rabbit? Was zur Hölle ist das für ein Hase? Ich weiß nicht, ob ich diesem blutigen Gang folgen soll. Was ist das? Diese Tür, was ist das für eine Tür hier? Was macht die hier? I'm not a loser, I'm not a loser, I'm not a loser. Tausendmal geschrieben. Er ist kein Loser. Oh, ich kann scheinbar Schlösser knacken. Wie funktioniert das? Oh. Ich hab scheinbar. Ich bin irrsinnig schlecht im Schlösser knacken. Ich werde das noch ein paar Mal verkacken, denke ich mal. I'm afraid of the dark, Dad. Please, don't let me out. Ist da, glaube ich, gestanden. Ich konnte es mir fertig lesen. Er hat Angst vor der Dunkelheit und wurde scheinbar von seinem Vater eingesperrt. Boah. Oh mein Gott, jetzt hatte ich gerade den Schock von dem Hasen wieder. Was ist das für ein Drogentrip? Da ist ein großer Mond. Gibt's da noch irgendwas? Da gibt's nix. Komme ich überhaupt raus? Die Tür kann nur von außen aufgeschlossen werden. Er muss einen Weg rausfinden. Aber wie komme ich denn da raus? Durchs Gitter vielleicht doch? Nein. Hä?
Also ein Wassereimer. Ein Eimer nutzlos. Hä, aber wie komme ich denn da raus dann? Ach. Ein Hammer wäre zu laut, ist auch nutzlos. Eine Bürste nutzlos. Ein Pferdehufen. Okay, er kann damit was machen bei der Tür. Hat er sich da einen Griff gebastelt? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Aber ich bin draußen. Und scheinbar bin ich da in einem Stall. Was gibt's hier? Nichts. Und natürlich blitzt und donnert es. Ah, das macht die Sache wirklich nicht besser. Toll, Akku ist auch gleich leer. Das heißt, wir haben nicht mal meine Taschenlampe dann. Geschlossen. Man muss einen Weg rausfinden. Ach, knackt doch das Schloss einfach wieder. Ein Pferd mit einer Heugabel erstochen. Nur Heu. Nur Heu, okay. Oh, kann ich das irgendwie... Ich verstehe das System noch nicht ganz. Aber ich habe die Tür aufbekommen. Ich dachte gerade, da liegt was, aber es ist nur ein Licht. Nur Heu. Draußen ist auch nichts zu erkennen. Vielleicht muss ich da rein. Muss ich... Verstehe es nicht ganz. Muss ich bei der Linie drücken oder drüber? Man hört mich jetzt so dumm auf die Leertaste drücken, aber irgendwie passiert da gerade nichts. Okay, ich muss quasi, wenn es rauf geht, drücken, damit ich quasi den Schwung mitnehme. Eine Heugabel nutzlos, sagt er? Alter, damit kann man sich verteidigen. Scheinbar hat das Pferd auch Nasenbluten. Gut, ich muss jetzt scheinbar in jedes Ding reinschauen, ob es irgendwo was Nützliches gibt. Das ist voll nervig mit diesen Türen aufschieben irgendwie. Schieb schon auf. Vor allem, er schiebt sie immer nur so 1 Millimeter rüber. Da ist auch nur Heu scheinbar. Okay, ich glaube, ich schaue jetzt gleich so rein, ob da irgendwas ist. Da war ich drin. Da ist aber auch nur Heu. Ist da vielleicht noch was? Da war ich auch schon. Da war ich noch nicht. Da ist mehreres drin. Da schaue ich mal rein. Ach, ich war wieder mal ganz falsch. Da ist ein Schloss, aber... Ah, locked. Er muss den Key finden. Sicher da in irgendeiner Ecke oder so. Okay, ich muss auch noch die anderen Türen aufmachen. Irgendwo könnte noch ein Schlüssel liegen. Ach, wieso geht das nicht? Jetzt mach doch auf. Okay, ich drücke jetzt einfach durchgehend. So. I need to find something for... Hä? Ist da was drin? Ja, was könnte ich da nehmen? Das heißt, ist der Schlüssel vielleicht irgendwo im Heu drin? Kann das sein? So, ich schiebe jetzt mal noch die Tür auf. Okay, da komme ich erst gar nicht rein. Was ist da noch? Nichts. Da ist aber auch nichts. Ich bin gerade überfragt, wo der Schlüssel sein könnte. Vielleicht kann man jetzt den Hammer nehmen? Nein. Ich brauche irgendwas zum Aufschlitzen. Ach so, wieso nimmt er eigentlich nicht die Heugabel?
Ach, jetzt kann ich es plötzlich nehmen. Ach, sowas hasse ich immer, wenn man es nicht vorher schon nehmen kann. Toll, muss ich jetzt jeden Heuhaufen zerstören? Vielleicht öfters... Alter! Als ob so viele Maden in so ein Stück Heu drin wären. Press F to search, aber da ist scheinbar nichts drin. Empty, okay. Hey, das ist gerade voll nervig. Empty. Jetzt muss ich da echt jeden Heuhaufen zerstören. Empty, als ob wieder so viele Maden drin wären. Auch empty. So, schau ich mal da. Okay, außer 10 Milliarden Maden finde ich irgendwie nichts. Auch wieder leer. Wahrscheinlich ist es eh im Anfangsraum drin. Ach, die gehen gar nicht. Okay, die gehen irgendwie nicht. Gehen die da? Auch nicht. Okay, dann haben wir nicht mehr so viel übrig. Da ist noch was drin. Ja, es ist sicher genau am allerletzten, was wir durchsuchen. Ist doch immer so. Da ist es drin. Ach, endlich habe ich den Schlüssel. Ja, gut, eins hätten wir noch gehabt. So, erstmal aufsperren. Ein Schloss, das einfach aufschwebt. Habe ich so auch noch nicht gesehen. So, was haben wir jetzt alles? Ah, jetzt habe ich irgendein Schraubentier gefunden, um das Schloss zu knacken scheinbar. Verstehe, ich hatte nichts mehr bei mir. Geh weg. Geh bitte weg. Ich hab Angst, dass der mich gleich anspringt, wenn ich da rausgehe. Kann ich da überhaupt raus jetzt? Hör auf, mich auszulachen. Hä? Wieso komme ich jetzt nicht mehr raus? Ja, dann lach mich dumm und lass mich raus. Der hat mich doch eingesperrt, oder? Ich seh's doch, das Schloss ist wieder zu. Aber der Schlüssel steckt noch. Hä? Ich komm da jetzt nicht raus. Da gibt's doch auch nichts mehr, oder? Aha, nein, nein, nein. Da ist noch was. Boah, okay, ich muss nur wieder einen Griff basteln. Und der Typ springt mir einfach entgegen. Was? Ich frage mich noch immer, was ist das für ein Psychotrip gerade? Wir waren in der Schule. Jetzt sind wir plötzlich in dem Stall. Jetzt muss ich wieder ein Schloss knacken. Toll, das kann ich ja sehr gut wieder.